What's going on right now, Cesar? Grüß euch, hier ist der Olli. Jetzt geht's gleich los. Mal schauen, dass ich ein paar einschalten und dann starte ich hier in Little Havana meine heutige Walking Tour, bevor ich mich dann auf Jogging Tour mache. Ich hoffe, der eine oder andere ist mit dabei. Was werden wir hier sehen in Little Havana? Lasst es euch überraschen. Zum anderen, like den Film, teilt den Film, macht eine Watch Party und liked meine Facebook-Seite, natürlich auch meinen YouTube-Kanal Holiday Tours. Und mal schauen, ob wir hier in Little Havana ein paar Gockel sehen. Ne? Da habt ihr einen Gockel. Warum soll man Gockel sehen? Vielleicht Schmetterlinge, Flamingos und Blumen. Wer weiß, wer weiß. Das ist ein richtig cooles Mural, Little Havana. Und da machen wir uns jetzt über die Straßen und ziehen durch Cayo Ocho. Bitte schreibt ein paar Kommentare rein, wenn euch das gefällt. Amor, Love, Liebe. Und da oben, Benvenido a lo Pequeño Havana. Welcome to Little Havana. Müssen wir schauen, dass wir das schaffen, bevor der Regen kommt. Es ist natürlich noch super leer hier, die Straßen. Aber es gibt ein paar richtig coole Locations. Und das ist nicht die Sushi-Bar hier. Nein, das sind die ganzen Zigarrengeschäfte. Hier habt ihr Frederico Empire Cigar Boutique Factory, da bin ich, servus. Und da könnt ihr reinschauen, da kann man dann später kommen, da seht ihr, wie die ganzen Zigarren machen. Sowas gibt es auch in New York City. In New York City geht man dann nicht nach, lustig, ne? Nicht nach Little Havana, aber nach Little Italy. Und da seht ihr die Leute, die ihre Zigarren machen, drehen, ganz cool, sind auch kubanische Cigars. So, dann machen wir uns hier um die Ecke für einen geilen Blick, denn vielleicht hört ihr sie. Es ist früher Morgen und hier bei der Cuban Cigar Factory, auch ein geiler Laden, da hört man im Hintergrund ein Geräusch. Welches Geräusch ist das? Es ist Sonntag früh und da vorne laufen sie über die Straße. Die Gockel, die Hühner. Also das schauen wir uns doch jetzt mal an. Whoop. Also hier bin ich und jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Ne? Und hier sind die Hühner. Wow. Sorry, dass ich kurz im Bild war. Da bin ich am Knopf gekommen. Und nachdem ich mich so gebückt hatte, war mein orangener Bauch so richtig heraus. Also, da waren die Hühner. Warum hat es Hühner, die hier durch die Straßen rennen? Ja, der Gockel, der hat hier so einen ganz großen Stand bei den Kubanern. Und dementsprechend sind sie hier unterwegs. Es geht zurück auf ein Arts Project, dass es hier sogar Gockelstatuen hat. Und da drüben ist der El Santo, eine Taqueria. Da ist der Jesus, ne? Auch ganz cool. El Santo. Einfach eine coole Ecke. Und dann gibt es auch Baseball, ist Little Havana. Viele Baseballspieler, bekannte Baseballspieler kommen ja aus Kuba und aus Puerto Rico. Und wird man hier am Tag unterwegs sein, dann würdet ihr viele Bars und Restaurants finden. Die sind natürlich auch da, aber die sind zu, weil es ist früher Morgen. Und zum anderen gibt es richtig coole Murals. Ich bin der Hahn im Korb, Michael, ich bin allein unterwegs. Sorry. Holiday Tours Aufkleber gibt es natürlich hier auch. Und die schaut euch ein bisschen an. Und ich zeige euch jetzt einfach so ein bisschen die Straße hier. In geilen Ice Cream Laden. Ein cooles Pub, meine ich schon. Ne? Eine coole Bar. Und da kommt das Motorrad gefahren. Achtung. Also so wie der seinen Helm aufgehabt hat, ne, braucht man jetzt nicht unbedingt einen Helm tragen. Wir wollen auf die andere Straßenseite gehen
um die Gockelstatuen anzuschauen, die Stärke und Kraft darstellen sollen. Und da sind sie, Strength and Power. Und da stehen die Gockelstatuen, 1, 2. Und hier haben wir auch nochmal Welcome to Little Havana. Mai. Man kommt hier aus dem Welcome gar nicht mehr raus. Mojito Mondays, für $5 kriegt man ein Mojito hier. Und wenn man am Sonntag hier kommt, kriegt man kein $5 Mojito. Coole kleine Murals hat sie an den Wänden. Hier ist das Visitor Center, das Little Havana Visitor Center. Und ihr könnt hierher fahren mit dem Miami Trolley. Der Miami Trolley, der fährt hier durch die Stadt und da holt ihr euch ein Tagesticket und macht euch her. So, da drüben nochmal Top Cigars, Burgers, Good Beer hier. Weiß ich nicht wirklich, ob es da gutes Bier gibt, aber das Gebäude sieht geil aus. Und da muss ich natürlich einen kubanischen Kaffee trinken, wenn ich jetzt dann weitergehe. Warte mal, schau mal. Sorry, dass ich so schnell bin. So, Cafecito, Colada, Kaffee con leche und Cortadito. Wow. Schaut lecker aus, das Essen hier. So, wir sind früh unterwegs. Warum bist du so früh unterwegs, Olli, und nicht später? Ja, später muss ich arbeiten, ne? Und früh habe ich Zeit und früh gehe ich zum Joggen. Und ich sage euch, wenn ihr irgendwo hingeht, die beste Sache, die ihr machen könnt, ist früh aufstehen, joggen gehen und euch diese Sachen anschauen, die ihr sehen wollt, wo normalerweise viele Touristen unterwegs sind. Und das mache ich halt einfach, sodass ich arbeite und Vergnügen vereine. Stopp hier on red. Stopp hier on red. Wegen dem Ice Cream Laden. Das ist ein ganz bekannter Ice Cream Laden hier. Asukas Ice Cream, der ist super famous. Und da kriegt ihr lecker kubanische Ice Cream. Die machen den Laden gerade sauber. Aber hier solltet ihr anhalten. Asukas, Happy 10 Years, auf jeden Fall zu empfehlen. Nebendran ist dann die nächste Cigar Factory, Little Havana Cigar Factory. Oh, Davidov, Cohiba, what's going on? Da kriegt ihr Zigarren zum Verschenken und Rauchen. Und da hat es dann an der Wandseite noch so ein geiles Mural. Man muss halt immer schauen, wo sind die Murals und wo schaut es gut aus. Das sieht richtig cool aus. Tanz, Musik, Zigarren, Ranaldo, Artiris und da drüben die Mädels. Das ist auch super cool. Villa, Tochter. Der Himmel, der wird jetzt ein wenig dunkel. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, dass es anfängt zu regnen. Und da habt ihr nochmal... da ist sie. Wie heißt sie? Wer weiß, wie sie heißt? Kommentare abgeben. Wenn ihr euch das anschaut und wundert euch, dass der Olli nicht in New York City unterwegs ist. Ja, in New York haben wir heute Minusgrade bei mir draußen. Da sind es heute minus 15 Grad. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, gehen wir nach Miami und machen wir hier ein bisschen was Flottes. Nicht nur bin ich, und hier bin ich jetzt nochmal, ne? Servus, also so schaue ich aus. Ist hier besser? Nein, hier, oder? Hier, Achtung. Wo ist der Olli? Hier ist der Olli, yay! Also nicht nur bin ich mit dem Robert und der Carmen unterwegs, sondern ich bin zudem für euch unterwegs und mit euch unterwegs. Und wer mal Lust hat und eine Tour in Miami mit Olli Day Tours will, der kann sowas gerne bei mir buchen. Denn, der nächste Zigarrenladen, denn Olli Day Tours bietet euch nicht nur Touren in und um New York City an. Und jetzt sprechen wir um New York. Sprich New Jersey, Niagara Fälle und sonstiges, sondern wirklich auch um New York. Denn mit euch oder mit mir könnt ihr auch in Miami unterwegs sein und private Touren machen.
Wir teilen uns den Transfer, dass ich hier runterkomme und dann sind es die ganz normalen Tourpreise. Ansonsten habe ich noch einen tollen Tourguide hier vor Ort, das ist der Chris. Und der wird euch begeistern und ich finde sie immer wieder. Die Zebras, das sind sie, die Zebras. Und da schauen wir nochmal raus, dann gibt es so einen kleinen Park und dann machen wir uns weiter und dann muss ich joggen gehen. Wunderbar. Genau, dann muss ich joggen gehen, ich bin ja zum Spaß hier. So, und einen Kaffee trinken. Southwest 8th Street, da ist der Bus, also es gibt hier öffentliche Verkehrsmittel, die könnt ihr nehmen. Oder den Touristenbus. Easy, easy, easy. Und diesen Park solltet ihr besuchen, ist der Mario Gomez oder Domino Park. Und wenn ihr da herkommt zu diesem schönen Park, dann werdet ihr hier viele Kubaner sehen, die hier drin sitzen und spielen und Spaß haben und einfach aushängen. So, wem macht das Ganze Spaß? Bitte schreibt es mir jetzt ein paar Kommentare rein, weil jetzt gerade kann ich lesen, was ihr mir reinschreibt, wenn ihr live mit dabei seid. Wenn ihr Frage habt, stellt sie rein. Wer keine Frage hat, lässt es bleiben. Ansonsten genießt den Spaziergang und die coolen Murals. Hier auch der McDonald's. Sieht ganz interessant aus, ne? Merkt man gar nicht, dass es ein McDonald's ist. Und zudem muss man ein bisschen aufpassen, wenn man hier entlang läuft, denn irgendwann, da gibt es vielleicht auch den Olli, wo? Den Olli am Boden. Stars of Gagliardo. Also hier unten habt ihr den Walk of Fame mit bekannten Menschen aus Kuba. Wer weiß, wer es ist, kann es mal durchschreiben. Danke. Zum anderen gibt es da eine Veteranin-Fahne. Da steht's. Lila Havana honors our veterans. Und da ist ein Fahnenmast. Und da weht natürlich die amerikanische Fahne. Ganz geil, sieht es aus. Mega coole Überraschung am Sonntagmorgen. Bitteschön. Ja, danke. Roberto Torres. Betty Pino. Martha Flores, Christina Saralego. Der Walk of Fame, der hat natürlich dann auch hier drüben den McDonald drauf. Whoop. Das haben sie vom McDonald her gemacht. Weißt du es? Und der Carlos Oliva, Los Sobrinos del Juez. Del Juez. So, da ist der Sammy. Die Wand ist auch ganz geil hier bei McDonald's. Und jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck, wie es hier ausschaut. Gagliardo, da oben steht's. Da ist die Gitarre. Wow. Und da ist der McDonald's. Da weht der Wind. Super cool. Rosa Maria Pazienza Way. Die Wände sind einfach richtig geil bemalt, oder? Ich meine, ich war jetzt schon ein paar Mal unterwegs und bin jedes Mal begeistert. Selbst den Lincoln haben sie mit drauf gemalt. Und die Celia Cruz. Dann den Mount Rushmore. Dann die oben ohne Lady, ne? Und dann Isla de Omitere Granada. Granada. Wow. Bis zum Ocean Drive ist es, wenn man joggt, gute 7-8 Kilometer. Mit einem Uber seid ihr an einem Sonntagmorgen wie heute bei mir in guten 15 Minuten hier, ohne Verkehr. Und was war noch? Ja, das ist super, danke. Und da ist wieder geil. Und hier, Most Famous Mojito. Und da fahren sie ohne Helm mit dem Roller. So, ich mache mich ein bisschen weiter und dann ist Schluss für heute, liebe Leute.
Hier schaut in den Süden, geile Sache. Da steht wieder Little Havana. Da wird die Wäsche gewaschen. Ganz geil. Buenos Dias. Da gibt es ein bisschen Souvenirs. Wow, Party Cake Bakery. Leider nichts da. Optiker Lopez brauchen wir jetzt auch nicht. Es ist einfach eine coole Ecke um diesen Domino Park. Ein paar Straßen hoch, ein paar Straßen runter. Wenn man weitergeht, ist es immer noch interessant, aber dann wird es hier ein bisschen leerer, vor allem jetzt am Morgen. Da drüben ist der Weihnachtsmann und der Clown. Und bin mal gespannt, ab wann heute der Regen kommt. Da habt ihr eine Tabakplantage. Es ist super wenig los. Warum ist super wenig los? Nicht wegen Corona. Es ist super wenig los, weil es Sonntagmorgen ist. Und Sonntagmorgen um kurz nach 8. Dementsprechend ist hier wenig los. Und auch hier dieser Markt, der hat noch zu. Und da könnt ihr euch nachher einen Cocktail holen. Ne? Also Kokosnuss-Cocktail. Wenig los wegen Uhrzeit und wegen dem Tag. Kein Verkehr, keiner muss zum Arbeiten fahren. Es ist Sonntag, es ist großes Wochenende. Ja, und wenn ich von Wochenende spreche, dann ist es Martin Luther King Day, Wochenende. Und jetzt sind wir an der nächsten Attraktion hier angekommen. Das lest ihr immer wieder, wenn ihr euch Kayocha anschaut. Da oben ist die Eternal Flame. Das ist die ewige Flacke, die an die, ja, in Anführungsstrichen Katastrophe und an die vielen Gefallenen der Bucht der Schweine, der Schweinebucht erinnert. Bay of Pigs Invasion. Und da hat man dann noch angeschrieben, was hier passiert war. So, da steht The Impact of the Bay of Pigs Invasion in Miami. Also wie die Bay of Pigs Invasion Miami beeinflusst hat. 1960 und 1961 sind Kubanische, die im Exil waren in Miami, vom Opa-Locka Flughafen nach Guatemala gegangen und waren gut 1300 Mann von einer Brigade 2506 und wurden ausgerüstet und trainiert vom CIA während der Eisenhower Administration. Diese Brigade dieser Invasion, die am 17. April 1961 stattgefunden hat, hat zu einem großen Verlust von Menschen geführt. Und hier erinnert man eben daran, was dort passiert ist. Und da habt ihr die Flamme und erinnert man an die Brigade 2506, die unter der Eisenhower Administration trainiert wurde, um Kuba zu übernehmen. Und das hat nicht funktioniert. Free Kuba, sagen viele. To the anti-communist guerrilla that took place in Cuba from 1960 bis 1966. Also, gegen die Antikommunisten. Coole Sache, oder? Wow, pretty amazing. Und da ist noch die schöne Statue. Und dann laufen wir einfach noch ein bisschen dahinter, wo der nächste Gockel spazieren geht. Und dann, liebe Leute, dauert es nicht mehr lang und ich verabschiede mich von euch, bei euch. Ich meine, die Bäume, die sind hier der Hammer, ne? Wahnsinn. Das ist einmal ein Baum. Ja, man fühlt sich hier fast wie im Regenwald. Cool, oder? Man schaut euch diesen Baum an. Der hat Wurzeln. Wow. Das ist ein Mega-Ding. Die Mega-Wurzeln hier am Baum. Wow,
da kann der Wasser speichern, ne? Und kann Wasser aufnehmen, ist der Hammer. Gut, bummeln wir da noch ein paar Meter weiter. Hoffe, die, die noch dabei sind, bleiben noch ein bisschen dran. Und gehen hier durch. Rup, 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 rup. Und die Gockel gockeln. Da, die sind noch ein wenig klein. Die Palmen, letztendlich kommen wir hier zu einer großen Karte von Cuba, Cuba Libre. Passt noch vom Ton, passt vom Bild, gebt mir kurz Feedback, macht Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Bitte, 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 sonst habe ich keine Ahnung, ob es euch gefällt oder nicht. Danke, ein Daumen ging hoch, perfekt. So, José Martí. I want, when I die, without a country, but without a master, to have on my tomb a bouquet of flowers and a flag. Und da gehen wir außen rum und schauen uns das noch an. Und dann gehen wir wieder zurück, der nächste geile Baum. Das ist wieder eine Wurzel, ne? Und abschließend tun wir das jetzt hier. Direkt vor mir. Mit der Gockelfahne. Vorher aber noch die nette Statue. Der General Antonio Maceo. Da ist er. Also, gleich ist es rum, liebe Leute. Und ich sage Servus und Ciao. Bitteschön. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss jetzt weiter und muss mit ein wenig arbeiten gehen. Eins noch, was geil ist. Zum einen diese Mega-Villen hier. Dann nebendran eine spanische Villa. Und nebendran eine Holzhütte. Und aus Little Havana sage ich jetzt Servus und Ciao mit der Fahne von Little Havana. Die weht hier oben. Wenn sie weht, dann weht's. Wenn es nicht weht, dann nicht. Und sag Stopp, Olli. Das war's. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Fahne von Little Havana weht für euch. Jetzt fast. Komm, weh. Gib mir noch ein paar Likes und dann ciao. Ich melde mich nachher nochmal. Da ist er, der Gockel. Yay. Also dann, liebe Leute, Servus und Ciao. Sagt der Olli hier aus Little Havana in Miami, Florida. Pfiatti! Macht's ganz gut! Ciao! Teilen, liken und wenn es auf YouTube ist, natürlich mit allen teilen. So, jetzt wird's nicht mehr. Ciao! Jetzt da.